Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird wieder ein bisschen Tiges Bild, vermute ich, denn ich nehme euch gleich ein bisschen mit und wir suchen ein paar Produkte raus, die eine zweite, eine dritte und eine letzte Chance verdient haben. Und ich bin ganz gespannt, was wir raussuchen. Ich habe das Ganze so ein bisschen mitgefilmt, während ich die Produkte rausgesucht habe und ich würde vorschlagen, wir gehen einmal gleich rüber zur Schminksammlung und schauen mal, was ich mir da rausgesucht habe. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, Freunde. Ich bin ehrlich mit euch, im Moment ist es sehr, sehr schwierig, Content mir aus den Fingern zu saugen, denn ich habe das Gefühl, es kommt einfach gerade nichts mehr bei mir an. Ich kann nicht jeden Tag bei Rossmann hängen, es ist einfach auch nicht vernünftig. Deswegen wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit eher solche Videos geben. Und ihr mögt das, das weiß ich. Einfach Produkte zu benutzen, die man schon genutzt hat, die man schon kennt, denen einfach eine zweite, dritte, vierte und letzte Chance zu geben. Und das möchte ich heute mit euch machen. Wir haben ein paar Produkte rausgesucht und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich glaube, ein, zwei Produkte werden das Ganze versauen. Das werden wir aber herausfinden und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Freunde, falls euch das Video gefällt, denkt am Ende dran, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich riesig über die Kommentare hier für den Algorithmus, einen Kommentar für den Support. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache von euch. Ich weiß nicht, wer das eingeführt hat, aber ich freue mich da immer ganz, ganz toll drauf. Freunde, ich sehe echt fertig aus. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich bin seit 3.30 Uhr wach. Nicht, weil ich jetzt völlig durchdrehe, sondern weil ich heute Nacht irgendwas in meinem Auge hatte und das so weh tat, dass ich davon wach geworden bin und nur meine Kontaktlinse mich gerettet hat. Und ich hoffe, wir kriegen das mit ein bisschen Make-up wieder hin. Ich würde auch vorschlagen, wir fangen gleich an und zwar mit Pflege-Primer. Ich habe mir vor einem halben Jahr die Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base gekauft. Ich habe sie auch schon gut genommen, aber irgendwann dann nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, sie bringt nichts. Und jetzt hat mir irgendjemand neulich in einem Video gesagt, ich glaube es war Kati Contra Junkie, das hat sie nicht mehr gesagt, dass das ein Dupe zu der Charlotte Tilbury Cream ist. Und jetzt, wo ich das vergleichen kann, möchte ich das auch so ein bisschen vergleichen. Also die Creme riecht sehr intensiv nach Zitrone. Ich mag den Geruch sehr gerne, vor allen Dingen im Sommer. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, dass das jetzt die krasseste Creme ist, die es gibt. Deswegen wollte ich sie einfach nochmal probieren. Ich lasse sie nochmal kurz einziehen und mache in der Zwischenzeit ein bisschen Color Correction drauf. Wir brauchen das. Und dazu nehme ich wie immer hier von We Make Up meinen Ever Liquid Lipstick. Gib mir den hier hin. Und der ist wirklich nicht so austrocknend. Also ich benutze den gerne unter den Augen und mit so einer Creme, der Charlotte Tilbury Creme oder der wahrscheinlich Bobbi Brown Creme, wird das Ganze dann auch gar nicht so schlecht sein. Und bei der Foundation hatte ich eigentlich erst die Infallible Matte and Perfection Foundation rausgesucht. Aber dann habe ich in einer anderen Schublade, warum auch immer, etwas anderes gefunden. Und das ist dieses Ding hier. Ich habe das noch nie ausprobiert. Das ist so von Korean Beauty. Das ist von IOP, IOP Man, eine Männer-Foundation. Wir gendern kein Make-up hier auf meinem Kanal. Ich bin da ein, zweimal mit meinem Finger reingegangen. Deswegen sieht die so ein bisschen schwierig aus. Aber das ist so eine Cushion-Foundation. Cushion-Foundations sind ja eigentlich eine gute Sache. Die soll endlich zu Faktor von 50 haben. Ist auch ein Spiegel mit drin. Sieht schön aus, sehr, sehr hochwertig. Und hier außen ist so gebürsteter, geborstener Stahl. Und ich gehe jetzt einfach mit meinem Beauty-Schwamm hier rein. Und schau mal, was wir hier rauskriegen. Also ich muss sehr tief ins Fännchen rein. Aber jetzt kommt auch so ein bisschen Produkt raus. Das ist eine sehr, sehr zarte Textur. Riecht ein bisschen, auch das ist eine schwierige Beschreibung, es riecht ein bisschen männlich. Also so dieser leicht kräuterige Geruch. Aber, die ist glowy. Ich finde so diese Skincare-Make-up-Produkte eigentlich ganz spannend, weil sie immer sehr, 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 sehr schön auf der Haut aussehen. Ich habe das Gefühl, sie halten nicht ganz so gut, aber es sieht schon, wow, es sieht aus, als hätte ich mir einen Schluck Olivenöl übers Gesicht gegeben. Wenn ich die normale Zielgruppe der Foundation betrachten würde, würde ich denken, also ein Mann, der die benutzt, der muss ja dann auch einen Puder benutzen. Und da frage ich mich, ist das nicht schon wieder ein bisschen zu viel? Oder mögen die koreanischen Männer diesen Look? Also das ist ja wirklich ultra glossy.
Puh, okay. Ich mache mal hier die andere halbe Seite. Also Deckkraft ist so eine mittlere Deckkraft. Ich brauche aber auch im Moment nicht so eine hohe Deckkraft, außer unter meinen Augen. Aber dafür haben wir ja den Concealer. Und ihr wisst, Freunde, wenn ich könnte, würde ich euch 600 Concealer-Shades auf den Markt bringen. Aber ain't gonna happen soon. Okay, also es sieht richtig krass aus. Was mich wirklich ein bisschen stört, ist, dass ich hier 1000 Mal reingehen muss. Und ich habe Barthaare in meiner Foundation. Sieht nett aus. Also, wenn ich nah in den Spiegel gucke, sieht das so ein bisschen aus, wirklich, als hätte ich mir Olivenöl einmal komplett übers Gesicht geschüttet, weil es halt wirklich super, super, es sieht ölig aus. Es sieht wirklich, wirklich ölig aus. Und das ist schon fast ein Ticken too much für, also, ihr wisst es, ich mag Glow sehr, sehr gerne, aber das sieht nicht mehr nach natürlichem Glow aus. Ich möchte als nächstes einen Concealer benutzen. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, denn das ist der Conceal and Define Infinite Concealer von Makeup Revolution. Irgendwie war der mir zu trocken. Mir war das... Okay, die Farbe ist natürlich jetzt auch komplett off. Ich habe die Farbe C6. Und normalerweise passt der ganz gut, aber zu der Foundation, die ich sonst benutze. Aber jetzt mit der Foundation ist es ein bisschen dunkel. Der ist halt super, super hell und hat eine hohe Deckkraft. Also eine wirklich hohe Deckkraft. Aber mir ist... der zu trocken. Also ich muss den mischen mit irgendwas und dann kann ich auch gleich einen anderen Concealer benutzen. So, bei Foundations habe ich gar kein Problem, Produkte zu mischen, aber bei Concealern, ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen schwierig. Ich probiere jetzt so ein bisschen das anzupassen, dass das ebenmäßiger in meinem Gesicht aussieht mit der dunkleren Foundation. Ich lasse den hier nochmal so kurz ein bisschen antrocknen. Also der hat eine wirklich gute Deckkraft und wenn ihr ölige Haut habt, go for it. Super. Mir ist ja unter meinen Augen zu trocken. Ihr kennt meine Problemzone im Gesicht mittlerweile. Das sind meine Unteraugen. Okay, also es ist jetzt wirklich super, super hell. Letztes Mal habe ich richtig viel Ärger bekommen dafür, dass ich so einen hellen Concealer benutze. Freunde, das ist nichts Neues hier, ne? Also ich benutze immer sehr, sehr helle Concealer. Mittlerweile probiere ich das aber so ein bisschen anzupassen. Also gut, die Foundation ist natürlich jetzt auch ein Zacken dunkel. Aber wir setten das Ganze. Nein, wir setten das Ganze noch nicht. Puh. Ich möchte nämlich einen Cream Blush benutzen. Und auch das ist so Korean Beauty. Das ist von, ich weiß es nicht, da ist ein Kleber drauf. Sugar Ball. Aritaum in Daisy Coral. Auch das hat hier so eine Cushion mit drin. Und das ist eine sehr, sehr, ja, es sieht in der Verpackung recht, ja, Coral-mäßig aus. Ich finde aber auf dem Gesicht, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ganze sehr pink gewesen. Ich gehe einmal mit so einem Foundation Brush von It Cosmetics hier rein. Der ist halt schon pink. Ich nehme ein bisschen ab und platziere mir das hier. Und dann seht ihr auch, der ist sehr, sehr hell. Ne? Passt ganz gut zu dem Concealer dann jetzt wieder. Im Vergleich zu der Foundation hat der aber so einen sehr, sehr hellen Tint. Also wenn ihr super, super hell seid und einen Coral Blush in Creme sucht, ein tolles Produkt. Der sieht wunderschön auf der Haut aus. Das ist aber einfach nur nicht meine Farbe. Das ist das Problem. Also ihr kennt ja mittlerweile diese Videos von mir, dass ich einfach Produkte teste, die für mich nicht ganz so gut sind. Liegt nicht unbedingt an dem Produkt, sondern einfach an der Farbe oder an der Textur, die für meine Haut nicht funktioniert. Also ich glaube, ich habe kein Produkt hier, wo ich sage, das ist in meiner Erinnerung schlecht. Ansonsten sieht das sehr, sehr schön aus. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran. Dann könnt ihr sehen, wie krass der Concealer aber auch creased. So, jetzt seht ihr das Ganze. Also ich sehe wirklich aus, als hätte ich mit Sonnenbrille am Pool geschlafen. Er creased doch schon extrem. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Und sette dann meinen Unteraugenbereich mit dem Nabla-Puder. Ich habe dieses Puder schon eine ganze Weile. Und eigentlich mag ich das. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal in so einem Video hier mit drin. Aber das funktioniert, finde ich, eigentlich nur mit dem Nabla-Puder, mit dem Nabla-Concealer. Und das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn ein Produkt nur mit dem dazugehörigen Produkt funktioniert. Es hat jetzt sehr gut aufgehellt. Ich gehe auch hier so ein bisschen drüber und es mattiert auch schön. Aber ich weiß es nicht. Also, es gibt bessere Puder, finde ich. Und es ist auch nicht so günstig, wenn ich mich erinnere. Das haut mich halt nicht um. Also, das ist kein besonderes Puder. Ich habe vor 2 Jahren mal ein Video gemacht, ich sette mein Make-up mit Mehl. Ungefähr derselbe Effekt. Also dann könnt ihr euch auch, wenn es wieder Mehl gibt, Mehltyp 405 nehmen, dann habt ihr denselben Effekt. No shade, wirklich. Es funktioniert super gut mit Mehl. Probiert es aus, ihr habt jetzt ganz viel Zeit. Settet euer Concealer mit Mehl. Nehmt das fein gemahlene Mehl. Ich weiß nicht, welcher Typ das ist. Es sieht
grandios aus. Ich habe noch ein anderes Puder und das ist das Catrice 5-in-1 Setting Powder. Das ist, glaube ich, so ein bisschen inspiriert von diesem Tensational Primer, den ich sehr, sehr gerne mochte. Das ist ein Mattifying, ein Waterproof, ein Sweatproof, ein Fixing Puder und Lichtschutzfaktor 10. Lichtschutzfaktor bei Pudern und so, das ist albern. Aber das ist halt wirklich nur ein Puder, was zart mattiert. Also es ist jetzt nicht so dieses wirklich Totmatte, sondern das ist eigentlich nur ein Puder für, ich möchte einen glossy Look haben auf der Haut, aber ich möchte auch nicht zu viel Produkt benutzen. Und nur so viel, dass das Make-up nicht wegrutscht. Ihr seht, also der Glow kommt immer noch durch. Es ist nicht schlecht, aber ihr kennt mich. Ihr wisst mittlerweile, welche Produkte ich benutze und wofür ich sie benutze und warum ich sie benutze. Deckkraft. Und da sind transparente Puder für mich eigentlich nichts. Und also ich greife dazu einfach nicht. Ich nehme immer ein Foundation-Puder oder ein Puder, was ein bisschen Deckkraft hat, weil es einfach ein bisschen schöner auf der Haut aussieht. Also ihr seht, der Blush, er passt jetzt recht gut, er ist recht zart. Die Haut sieht aus wie Haut. Ich habe überall noch von der Palette, die wir auch gleich benutzen, diese Schimmerpartikel mit drin. Aber wir machen weiter mit Bronzer. Und da habe ich hier von Essence diesen My Skin Perfector. Das ist ein Loose Fixing Powder. Ich habe das in der Farbe 020. Also als Setting Puder würde ich es nicht bezeichnen, die Farbe 020 zumindest nicht, sondern eher als Bronzer. Wobei ich das eigentlich nicht brauche. Also ich liebe loses Puder, ne? Aber nicht bei Bronzer. Vielleicht ist es auch einfach die falsche Farbe, aber wenn das die 020 schon ist, dann wird es die noch 010 noch geben und dann wird es das gewesen sein. Ne? Und lose Bronzer finde ich immer schwierig. Es wird immer ungleichmäßig und wenn eure Foundation nicht perfekt gesettet ist, weiß ich nicht. Ich nutze das und gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen unter meinen Augen lang, damit das nicht ganz so super hell ist. Also das Schöne bei diesen Videos ist ja immer, am Ende sieht das Ganze meistens nicht ganz so schlimm aus. Es ist nichts dabei, wo ich sage, wow, das müsst ihr euch holen. Und das juckt in meinem Gesicht. Ich weiß nicht, warum. Ist es die Foundation? Ist es der Puder? Das ist, oh Gott. Okay, Freunde, wir machen weiter mit Augenbrauen. Und da habe ich hier von Becker mal zu meiner High-End-Günstmauszeit bei TK Maxx dieses Produkt gekauft. Das ist das Shadow and Light Brow Contour Mousse. Das ist ein Mousse. Und ein Augenbrauen-Mousse ist für mich ein Produkt, was ich nicht ganz verstehe. Ich gehe jetzt mit dem Augenbrauenpinsel hier mit rein. Das ist wirklich für die ganz natürliche Braue kaum Deckkraft. Es füllt nur so ein bisschen aus. Und dann gibt es da drunter noch so einen Peach-Concealer, womit ihr die Augenbrauen ausschneiden könnt. Der ist aber sehr schmierig und ist halt auch gar nicht meine Farbe. Also es sieht dann wirklich aus, als hätte ich rosa unter meinen Augenbrauen. Ich habe aber noch ein anderes Produkt und da bin ich damals wirklich hinterhergerannt. Das ist der Benefit Brow Contour Pro Stift. Das ist wie diesen diese alten Schulstifte, wo ihr das hier so rausdrücken könnt und dann so ein bisschen drehen könnt. Und dann kommt hier hinten der Stift raus. Ich finde den aber nicht so präzise. Also der macht recht dicke Linien. Ich kann jetzt meine Augenbraue damit tatsächlich retten, aber mir ist die Linie nicht präzise genug. Das ist halt auch wirklich nur, um so leichte Korrekturen zu machen, unten und oben. Da muss man halt wieder ein Spoolie nehmen und hier durchgehen und das ist mir schon fast zu anstrengend, ne? Also dieses Hin und Her. Es gibt hier drin auch noch so zwei Concealer-Farben. Ich habe das einmal gemacht und das highlightet so ein bisschen eure Augenbraue und macht sie schärfer. Ich finde den aber sehr trocken. Highlightet schön, definiert die Braue schön, aber ich mag es lieber mit einem Concealer und einem Pinsel, um das dann selber zu machen, weil die Spitze ist einfach nicht so präzise. Für vorne ist okay, aber haut mich jetzt nicht um. Also das war eine süße Idee von Benefit, aber es hat halt auch niemand danach gefragt. Ich finde es immer total schön zu sehen, wie Marken innovative Ideen haben und sie dann auch auf den Markt bringen. Und dann freut man sich, dass man sie hat. Und dann testet man es und dann ist so, okay, cool, süße Idee. Aber ich benutze es nicht, weil es einfach zu viel ist. Ich habe kein Problem damit, mir einen Pinsel zu nehmen und in eine Pomade zu gehen, um mir die Augenbrauen so ein bisschen hochzubürsten. Okay, Base sieht aber halbwegs gut aus. Also so im Gesamtkonzept wieder, okay, schön glossy. Ich möchte jetzt aber der Palette von vorgestern nochmal eine Chance geben. Und das ist die Morphe-Palette. Ganz viele von euch hatten mich gefragt, ob ich die Palette nochmal testen kann.
Das tue ich auch gerne für euch. Ich habe mir ein paar Gedanken zugemacht und ich hatte ja das Problem anhand von der Wild-Out-Farbe und diesen Gelbfarben benutzt. Ich habe auch so ein bisschen geswatcht, also welche Farben wirklich schön sind, sind die normalen Schimmerfarben. Die sehen toll aus. Was ich schwierig finde, sind diese Glitzerpartikel, also diese Glitzerdinger. Ich möchte das nicht am Auge haben. Ich habe heute noch Glitzer in meinem Gesicht und ich habe mein Gesicht mindestens 4-mal abgeschminkt. Wir benutzen auch gleich einen Highlighter und gehen da in die Farbe Front Row und Private Oasis. Und das sieht so ein bisschen aus wie dieser Supreme Frost von Jeffrey. Also sehr wet, eine sehr glitzerige Textur, aber eigentlich ganz schön. Also das ist wirklich, okay, den mag ich gerne. Also das ist nichts für den Alltag, definitiv nicht. Das ist eher ein Festival. Das ist ja auch eher so die Festivalpalette. Aber es sieht schön aus, weil dieser Highlighter hat so eine feuchte Base drunter und dann diese Glitzerpartikel. Finde ich nicht schlecht. Okay, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich nehme jetzt auch den Pinsel von Morphe, die sind ja wirklich gut und ich mache heute mal einen soften braunen Look, wie immer, weil ich habe ein Lippenprodukt in der Farbe. Ich gehe in die Farbe Desert Vibes. Auch die hat echt viel Kickback und die platziere ich mir hier. Hört ihr eigentlich die Vögel im Hintergrund? Ich habe direkt einen Baum hier vor meinem Studio und die Fenster sind zu, aber da sitzen so viele Vögel im Moment drin. Das ist so schön. Okay, die Farbe ging gut rauf, kann ich nicht zu sagen. Der Pinsel ist auch gut. Der ist schön fest, schön fluffig, aber nicht zu fest. Also so, dass er gerade noch verblenden kann. Und zwar sehr grobflächig. Also der ist perfekt für so Transition Shades. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe Seek Shade. Und den gebe ich mir hier außen hin. Schön. Wow, der hat Deckkraft. Crazy. Okay, das ist wunderschön. Auch im Farbverlauf jetzt zu der anderen Farbe. Ich blende den hier noch so ein bisschen hoch. Wow. Okay, toll. Und nehmen wir jetzt so ein. Der Highlighter. Nehmen wir jetzt so einen kleinen Pointed Brush, gehe in dieselbe Farbe und gebe mir die Farbe hier vorne hin. Also die Farbe gefällt mir sehr gut. Das ist ein wunderschönes, sehr, sehr dunkles Schokoladenbraun. Und sieht sehr, sehr matt auf dem Auge aus. Wobei sie im Pfännchen so wirklich minimale Glitzerpartikel mit drin hat. Aber die sind einfach wahrscheinlich nur für die Textur. Und die sieht man auf dem Auge nicht. Ich gebe mir die Farbe auch gleich an meinen unteren Wimpernkranz, weil die ist wirklich toll. Die hat so einen leichten lila Unterton, sehe ich gerade. Okay, ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe Hashtag FOTD. Was auch immer das heißen soll. Wahrscheinlich Food of the Day. Okay. Okay. Kim Kardashian is shaking. Sehr intensiv. Wow. Ich nehme jetzt die Farbe All Access und gebe mir die in mein Inner Corner. Auf meine Lippen, Freunde, geben wir ein Liquid Lipstick. Und da habe ich von L'Oréal den Le Chocolat Ultra Matte Liquid Lipstick in der Farbe. Weiß ich nicht. Ist. Ach doch, hier. Ginger Bomb. Vielleicht passt er jetzt zum Look, ansonsten passt er zu nix. Wenn ich manchmal Lust auf Schokolade habe, nehme ich den. Ich habe keine Ahnung, wem diese Farbe stehen soll. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die eine zweite Chance oder dritte Chance oder erste Chance bekommen haben. Ich muss sagen, im Gesamtkonzept wieder okay, aber ich bin jetzt nicht umgehauen. Also am schlimmsten finde ich diesen Liquid Lipstick. Die Farbe, ich habe keine Ahnung, wem die stehen soll. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Ich setze euch ein paar Produkte in die Infobox. Ich liebe diesen Highlighter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.